hallo Leute. Heute mal Prepper-Ausbau Stufe 3. Der Film, der schon lange erwartet wurde. Heute, wie versprochen, in der Kurzinfo einfach mit einem Schnellprogramm, was gehört in ein Monatslager für eine Person. Das ist jetzt meine Meinung, was man jetzt ja hier praktisch reintut. Aber wichtig sind eigentlich diese Grundnahrungsmittel und ich halte es so, dass zu den Grundnahrungsmitteln ganz wichtig Mehl gehört, weil Mehl eben die Möglichkeit bietet, verschiedenste Gerichte bis hin zu Brot eben selber zu machen in einer Krisensituation. Neben Weizenmehl könnte man natürlich auch noch ein paar Kilo Roggenmehl dazu tun, hat man weitere Variationen. Was ich jetzt in dem nachfolgenden Film in der Beschreibung nicht drin habe, wäre es natürlich auch Backtriebmittel, Trockenhefe und so weiter, wäre ja praktische Sache. Genauso, wenn man die Möglichkeit hat, wäre es, dass man Geräuchertes reintut, das eben entsprechend lange hält. Also es müsste ja luftgetrocknete Geschichte sein, ist ein bisschen teurer, aber würde die ganze Sache noch einmal ein bisschen erweitern an Möglichkeiten, die wir haben. Das wäre ein Punkt und man kann dieses Monatslager natürlich für seine eigenen Geschmäcker natürlich entsprechend abändern, ergänzen, erweitern. Genauso gut kann man natürlich zusätzlich aus dem Trekkingbereich noch Trockennahrungsmittel und so weiter mit dazu nehmen. Genauso verschiedenste Kraftriegel, Müsliriegel etc. Könnte man also zusätzlich zur Erweiterung reinnehmen. Die Menge, die ich euch vorstelle, ist praktisch für eine Person gedacht, so dass man sagen kann, wenn man diese Nahrungsmittel etwas rationiert, einschließlich dem, was wir bis zur Ausbaustufe 2 bereits haben, hätte man durchaus Möglichkeiten, weit über einen Monat zu kommen, 1,5 Monate. Und bedenken wir, dass wir auch in solchen Zeiten eventuell Möglichkeiten haben, dass Nahrungsmittel zum Teil zur Verfügung stehen, eben aber nur nicht ausreichen. So könnte man natürlich das Ganze natürlich noch erheblich länger hinausstrecken. Also das wäre ein Punkt, den ich noch dazu erwähnen wollte. Genauso schaut euch noch diesen Film an. Prepper Tripper, denn hier geht es auch um die Hygiene und wie ich in diesem Film auch zeige, heißt es geht um Hygiene, um Reinigungsmittel. Mancher wundert sich, warum schreibt ihr grobe Bürste da mit rein. Es sind Möglichkeiten, wenn eben kein Strom vorhanden ist, dass man eben auch die Wäsche entsprechend noch mitwaschen kann. Das wäre also auch ein wichtiger Punkt, den man also nicht außer Acht lassen sollte. Das wäre vielleicht auch wichtig. Und genauso Kernseife und Schmierseife ist wie zu Uromas Zeiten einfach das Mittel der Wahl und kann wesentlich flexibler eingesetzt werden als vielleicht normale Waschmittel zum Wäschewaschen, wenn man eben keine Waschmaschine zur Verfügung hat. Daher eben auch sowas mit in den Plan mit aufnehmen. Genauso habe ich mit reingeschrieben, dass man eben Brennstoff braucht. Brennstoff ausreichend natürlich, um seinen Campingkocher und so weiter eben auch über längere Zeit natürlich dann betreiben zu können. In den nächsten Filmen werde ich also dazu, wie man mit diesen Nahrungsmitteln entsprechende Sachen kocht, natürlich auch noch mit reinstellen, das ist ganz klar. Ich zeige euch jetzt einfach mal meine Aufstellung, wie das ausschauen sollte. Haltet den Film einfach in der jeweiligen Sequenz, die ihr lesen wollt, an und schaut euch das einmal an. Für Kritik bin ich gerne offen und würde mich interessieren, was eure Meinung dazu ist. Wenn euch der Film gefällt, like nach oben, wenn nicht, naja, like nach unten. Und demnächst stelle ich dann noch ein paar andere Sachen auf YouTube ein, wie zum Beispiel eben den Inch-Rucksack und weitere Dinge, die wir vielleicht brauchen könnten. Aber hoffentlich.
Ja, das waren jetzt meine Vorschläge. Wie gesagt, die könnt ihr entsprechend variieren, wie ihr es für euch notwendig erachtet. Aber denkt dran, die Grundnahrungsmittel, die Mengen brauchen wir eigentlich, um Energie zu haben in einer Zeit, wo es eben zu wenig Nahrungsmittel gibt. Von den Grundnahrungsmitteln würde ich nicht so weit abweichen. Gut, ergänzen kann man das Ganze natürlich auch durch Dosennahrung, hat halt nur Gewicht, braucht Volumen. Dasselbe, wie ich beschrieben habe, bei Nudeln. Nudeln ist eine interessante Sache. Vor allen Dingen dann, wenn die Nudeln eben kein Ei beinhalten, kann man sie natürlich auch länger lagern. Reis, Grieß, Hafer und so weiter, dass man das sicher einlagern kann, wäre auch eine Möglichkeit, dass man das Ganze in leere Plastikflaschen, leere Wasserflaschen auffüllt. Ja, dann wäre das also luftdichter verpackt, vor Feuchtigkeit geschützt, vor Ungeziefer besser geschützt. Und wer auch nur mal sicher gehen will, der kann sich auch so Sauerstoffabsorber besorgen. Muss allerdings dann natürlich gleich die richtigen Mengen und Flaschen hergerichtet haben. Denn wenn man die Packung mit den Sauerstoffabsorbern natürlich aufmacht, müssen die sofort verbraucht werden, weil sie sonst ja nicht mehr funktionieren würden. Flasche auf, Sauerstoffabsorber rein, Reis auffüllen, Flasche zumachen und die Lagerung wäre möglich. Andere Prepper sagen, okay, sie schweißen alles ein, auch eine Möglichkeit. Ist halt mit mehr Kosten verbunden, je nachdem, was man natürlich machen will. Ist natürlich einerseits sinnvoll, aber mit einem Billiggerät zum Einschweißen werdet ihr natürlich nicht glücklich werden und das Ganze hat natürlich Kosten. Sicherlich, Langzeitnahrung wird überall angeboten und kann man kaufen, selbstverständlich. Bietet sich an für lange Zeiten, wo man irgendwie für was braucht, aber ganz ehrlich, es ist eine Preisfrage und wenn ihr die Nahrungsmittel, die ihr jetzt hier lagert, bis fast zum Ende der normalen mittleren Haltbarkeitsdauer aufbewahrt und dann in den normalen Verbrauch mit einnimmt, dann ist die Nahrung ja auch nicht verloren und ihr könnt die natürlich immer wieder mit neuer Nahrung ergänzen, was natürlich dann auch sinnvoll ist. Und damit hättet ihr praktisch eine entsprechende lange Vorratshaltung, die also durchaus bis 1,5-2 Monate gehen könnte. Man kann es natürlich erweitern auf 2 oder 3 Monate, ist natürlich klar. Aber auf jeden Fall das sollte man in der Ausbaustufe 3 auf mindestens einen Monat einmal erhöhen. Ja. Macht Sinn. Ich habe gesagt, wir haben ein bisschen andere Gefährdungsbeurteilung vielleicht. Ist immer schwierig, über diese Thematik zu sprechen, ja, ohne dass man gleich irgendwo aneckt, aber mein Bauchgefühl sagt mir, es stehen keine guten Zeiten bevor. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.